Heute möchte ich gerne die Debatte um den sogenannten Fachkräftemangel aufgreifen. Es ist ja immer wieder in aller Munde, der Fachkräftemangel ist so oft wiederholt worden, dass er quasi zum Fakt mutiert ist. Dabei steht aber in Frage, inwiefern es den Fachkräftemangel überhaupt gibt. Das Bundesinstitut für Berufsbildung beispielsweise zieht diesen an sich in Frage und sagt, dass es bis 2030 gar keinen Mangel an Fachkräften geben wird. Ebenso Karl Brenke vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, der auch die Zahlen, die der Verband Deutscher Ingenieure, der VDI, in die Welt gesetzt hat, von über 100.000 fehlenden Ingenieuren seit 2012 in Zweifel zieht und die Hochrechnung kritisiert und eine eigene Rechnung aufstellt, dass es maximal um 30.000 neu zu besetzenden Stellen gehen wird. Was aber steckt dahinter, wenn ein Fachkräftemangel beschworen wird, obwohl er vielleicht gar nicht existiert? Durch die Debatte und die möglicherweise große Vergrößerung des Arbeitsmarktes kann auf jeden Fall erreicht werden, dass Löhne nicht steigen, sondern weiter fallen. Und dafür spricht auch der Mindestlohn, den man festgesetzt hat, für eingewanderte Arbeitsmigranten, die gut ausgebildet sind, dass deren Gehalt auf 35.000 Euro im Jahr quasi als Mindestgehalt festgesetzt wird. Das bedeutet nicht, dass sie mehr verdienen dürfen, aber es widerspricht eigentlich dem, was gängig ist in diesen Berufszweigen, wo es ja angeblich so viel Nachfrage gibt. Eigentlich müssten Löhne dann steigen. Wir stellen aber fest, dass in diesem Bereich Löhne bei Neueinstellungen sinken. Das verschlechtert die Konditionen, die Arbeitsbedingungen für die Älteren, für die Erfahrenen in diesem Bereich. Und gerade was Ingenieurwesen, auch Gesundheitswesen anbelangt, kann man eben feststellen, dass die Wiedereinstiegschancen und auch die Löhne in dem Bereich auch bei großem Bedarf an Leuten nicht steigen. Die Bereitschaft für weniger Lohn, die gleiche Arbeit zu verrichten, die viele Leute, die aus dem Ausland kommen, oft erstmal haben, aber natürlich auch als Druck auf die hiesigen Arbeitnehmer ausgeübt wird, die ist sicherlich nicht im Interesse dieser, sondern im Interesse der Arbeitgeber. Und insofern müsste geprüft werden, und das wäre die genuine Aufgabe unserer Medien, inwiefern es sich bei der Beschwörung eines sogenannten Fachkräftemangels nicht um eine PR-Kampagne der Unternehmerverbände handelt.